Bei einer Dualschaltung von zwei Leuchtstofflampen haben wir hier den Kompensationskondensator, hier den Reihenkondensator, und wir möchten hier die Spannung berechnen. Die Spannung, die hier abfällt mit UC. Und zwar hier ist ja unsere Einspeisespannung mit 230 Volt. 230 Volt. Und wenn wir einen Umlauf machen, dann haben wir ja hier unsere Lampenspannung. Und hier auch die Lampenspannung. Und diese Spannung hier, die reduziert ja hier die Spannung zum Beispiel an dieser Leuchtstofflampe. Die Spannung wird hier, die 230 Volt, wird reduziert um UC. Genauso gilt das auch hier, wenn wir einen Umlauf machen. Dann haben wir hier nicht UC, sondern hier den Vorschaltgerät, weil es ja hier der induktive Zweig ist. Und hier fällt dann UL ab. Hier haben wir den Vorschaltgerät, das Vorschaltgerät und hier den Kondensator. Hier ist der induktive Zweig und hier der kapazitive Zweig für die Dualschaltung von zwei Leuchtstofflampen. Und wir möchten jetzt nicht UL berechnen, sondern UC. Je größer UC ist, desto kleiner ist ja diese Leuchtstofflampenspannung. Und wir möchten hier anhand der Herstellerangaben, die wir in den Unterlagen des Herstellers dieser Leuchtstofflampen vorfinden, insgesamt, können wir dann diese Spannung UC berechnen. Und wir haben in den Herstellerangaben den Lampenstrom während des Betriebs immer angegeben. Diese können wir aus den Unterlagen des Herstellers entnehmen. Also die Stromstärke in Ampere. Dann haben wir die Kondensatorkapazität IC. Also hier die Kapazität von diesem Kondensator, von dem Reihenkondensator, die ist auch in den Herstellerunterlagen auch angegeben. Die können wir auch in den Unterlagen entnehmen. Und natürlich die Frequenz, die ist ja hier in Deutschland 50 Hertz. 50 Hertz. Das wäre dann die Frequenz F. Die ist dann auch in den Herstellerunterlagen angegeben. Mit diesen Angaben, die wir aus den Unterlagen des Herstellers entnehmen können, können wir UC, die Spannung, den Spannungsfall hier an dem Kondensator, an dem Kompensationskondensator, Reihenkondensator berechnen. Und diese Spannung wird dann zuerst einmal haben wir, ich möchte Ihnen angeben, wie wir vorgehen können. Zuerst einmal brauchen wir hier die Spannung, die für die Reihenfrequenz. Das ist die Omega gleich 2π mal f. Genau, multipliziert f.
Und dann haben wir als zweite Gleichung, kann ich hier auch gleich auch notieren, hier notieren, zweite Gleichung, haben wir ja den kapazitiven Widerstand XC. Es gibt auch den induktiven Widerstand für den induktiven Bereich. Und dieser Wert hier, das ist die zweite Gleichung, erste Gleichung ist die, ist dann, die können wir aus der Formelsammlung entnehmen, 1 durch Omega multipliziert C. 1 durch Omega multipliziert C. Und wir können jetzt für Omega können wir diese Gleichung einsetzen. Dann haben wir XC, der kapazitive Widerstand, ist dann 1 durch 2 multipliziert Pi multipliziert die Frequenz f aus den Herstellerangaben und hier die Kapazität hier von dem Kondensator. F haben wir angegeben in den Unterlagen, Herstellerunterlagen, Kapazität des Reihenkondensators haben wir auch angegeben aus den Herstellerunterlagen. Und dann können wir mit dieser Formel den kapazitiven Widerstand von diesem Kondensator im Betrieb, im Nennbetrieb berechnen. Dann haben wir XC und dann einfach nur mit der dritten Gleichung, mit dem ohmschen Gesetz R gleich U durch I, können wir das auch hier anwenden. Dann wäre ja die Spannung hier UC hier. UC ist dann der Strom, der auch in den Herstellerunterlagen angegeben ist, hier im Betrieb, der Lampenstrom, der hier entlang fließt, hier. Und hier haben wir dann, wenn wir es hier die Spannung hier berechnen möchten, UC, dann ist I der Lampenstrom multipliziert den kapazitiven Widerstand an dem Kondensator hier. Und dann haben wir UC berechnet, also die Spannung, die hier abfällt während des Betriebs, während des Nennbetriebs, den Lampenstrom haben wir es in Ampere, in den Herstellerunterlagen. XC berechnen wir dann mit dieser Formel hier. 2 haben wir, Pi haben wir, die Frequenz, die ist dann auch in den Unterlagen des Herstellers angegeben. Hier in Deutschland sind es 50 Hertz und die Kapazität des Kondensators haben wir auch in den Herstellerunterlagen im Nennbetrieb angegeben und dann können wir XC berechnen, diese dann hier einsetzen und dann haben wir die Spannung, die dann hier abfällt, UC, während des Betriebs an dem Kondensator. Und diese Spannung, die fällt dann hier ab und fehlt dann hier an der Leuchtstofflampe. An der Leuchtstofflampe fehlt dann diese Spannung, wird dann diese 230 Volt werden hier reduziert um diese Spannung und hier ist dann die Spannung, die hier dann abfällt. Die muss natürlich hoch genug sein, damit dann hier die Spannung hier, dass die Leuchtstofflampe auch hier schalten kann, eingeschaltet werden kann.
Hier haben wir diese konventionellen Vorschaltgeräte oder die verlustarmen Vorschaltgeräte. Also die elektronischen Vorschaltgeräte sind jetzt nicht hier, die brauchen jetzt keine Kompensation, aber die KWG und VVG, die konventionellen Vorschaltgeräte und die verlustarmen Vorschaltgeräte, entweder den oder den nehmen wir hier. Und hier haben wir genauso hier einen konventionellen Vorschaltgerät oder ein Vorschaltgerät, verlustarme Vorschaltgeräte. Hier fällt natürlich auch eine Spannung ab. Und dann hier haben wir nur den induktiven Zweig, aber hier haben wir natürlich auch noch einen Spannungsabfall mit UL2. Ja, dieser Spannung, der fällt dann auch ab hier. Durch der Lampenstrom, der hier entlang fließt. Hier ist natürlich der Spannungsfall insgesamt niedriger in dem Zweig, in dem Induktivzweig. Und hier im Kapazitivbereich haben wir noch zusätzlich den Spannungsabfall über den Kompensationskondensator und Reihenkondensator. Mit dieser Formel können wir dann hier dann UC, die Spannung berechnen für für hier UC, für den Kondensator, der hier abfällt. Und hier könnten wir das so äquivalent sagen. Das wäre hier der ohmsche Widerstand, ist dann R gleich U durch I, das ohmsche Gesetz. Und wenn wir es jetzt nach U umstellen, dann geht es rüber. Dann bleibt es hier und I geht dann rüber. Dann haben wir hier U gleich R, das ohmsche Gesetz, der ohmsche Widerstand multipliziert dem Strom, der durch den ohmschen Widerstand fließt. Das ist genau die gleiche Formel. U ist hier UC, I ist der Strom, der durch den Widerstand fließt, und R ist dann hier unser kapazitiver Widerstand, hier, der hier vorhanden ist. So könnte man dann hier UC berechnen.